Heute besuche ich den Wohnmobilpark am Lieserbogen in Daun. Daun ist eine Kleinstadt in der Eifel und gehört zum Bundesland Rheinland-Pfalz. Die Anfahrt zum Stellplatz führt über die B257. Gleich bei der Einfahrt wird man über die freien Plätze an einer Anzeige informiert und die Nummererkennung registriert unser Kennzeichen. Mittig im Areal steht das Servicehaus, um dieses der Platz geschottert und fest ist. Ich stelle mich im hinteren Bereich hin. Natürlich darf man sich auch auf die Wiesenschotterplätze, die kreisförmig angelegt sind, stellen. Das Dach vom Servicehaus ist mit Solarpanels belegt und gibt grünen Strom ab. Auf der einen Stirnseite befindet sich der Zahlautomat. Das Display führt ganz einfach durch die Anmeldung und gibt schlussendlich eine Zugangskarte aus. Daneben ist ein Spültisch zum Geschirrspülen. Im Servicehaus sind die Toiletten und Duschen untergebracht. Der Einlass erfolgt mit der Zugangskarte. Der Strom wird an der Mastersäule mit der Zugangskarte für die gewählte Steckdose an der Mastersäule oder Nebensäule gebucht. Eine Fähr- und Entsorgung ist gleich bei der Einfahrt links zu finden. Es gehört ein Bodeneinlass, eine Kassettenentsorgung und ein Wasseranschluss dazu. Die Wasserfreigabe erfolgt mit der Zugangskarte. Vom Stellplatz aus sieht man hoch zur Stadt und da möchten wir jetzt hin. Der Weg führt direkt vom Stellplatz weg und durch die Natur zur Stadt hoch. Ich komme am Hotzendress vorbei. Dies ist ein Brunnen mit gesundem, mineralhaltigem Wasser. Weiter geht es über die Lieser und ein Wegweiser zeigt mir die Richtung zur Stadt. Es sind 300 Meter bis zur Altstadt. Oben angekommen erwarten uns viele Lokale und eine Ladenstraße. Interessant ist das Vulkanmuseum. Tretet ein! Die Öffnungszeiten sind täglich außer montags von 11 bis 16.30 Uhr. Bei der Pizzeria Lo Stivale habe ich mich bei einem feinen Salat gestärkt. Gleich nebenan ist die Touristinformation. Unterhalb der Burg ist das Restaurant Burghof mit dem Biergarten zu finden. Jetzt wollen wir aber zur Burg Daun hochlaufen. Diese Stammburg gehörte den Herren zu Daun. Als erstes sieht man die evangelische Kirche auf dem Burgberg. Die Burg ist in der langen Zwischenzeit zu einem Hotel geworden. Von hier oben hat man eine tolle Sicht über ganz Daun. Später laufen wir wieder die Leopoldstraße zurück und kommen beim Laurentiusbad vorbei. Darin ist ein Hallenbad. Es gibt aber noch viel mehr in Daun zu sehen. Dazu ist der Reisemobilpark am Leiserbogen die richtige Ausgangslage. Darum, wir sehen uns in Daun. Wir waren schon da.